So, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Let's Plays zu System Shock. In der letzten Folge haben wir hier hinten den kompletten Bereich untersucht. Dort vorne, da ist so ein kleiner Geheimweg. Das sieht aus wie ein Kabelkanal und dort sind zwei Türen, wo wir nicht durch können. Einmal ein Gitter, was uns den Weg versperrt, und einmal eine Stelle, wo irgendetwas ausgelaufen ist und wir einen Biohazard Suit benötigen. Was mir auch noch aufgefallen ist, jedes Mal, wenn ich auf die Minimap klicke, beziehungsweise die Minimap im Vollbild einzeigen lasse, stürzt die Aufnahme ganz kurz ab. Das bedeutet, da waren jetzt bei der letzten Folge 14 Aufnahmen, die ich dann alle noch zusammenschneiden muss. Also wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich versuche, das jetzt nicht so oft zu verwenden. Da ist ein Schädel. Können wir so mitnehmen. Ha! Was hat der so dabei? Nichts. Und was sagt er zum Schädel? Abfall. Dann sorgen wir mal den Schädel. What the fuck? Entschuldigung. Oh, das ist ein Knopf. Drücke. Zu weit entfernt. Ach du meine Fresse, was ist denn jetzt los? Hey. Ein Zombie. Jetzt hat er mich sogar einmal getroffen, weil ich ein bisschen zu nahe gekommen bin. Tastatur öffnet die Tür, das heißt, wir brauchen hier einen Code für, den wir eventuell irgendwo hier finden werden. Das ist noch eine Skelette. What the fuck? Was greifen wir uns denn hier an? Ach, da ist so ein Roboter. Mit so einer Schusswaffe, glaube ich. Da müssen wir ins... Ach, die Waffen. Oh, hier, Pfeilpistole. Kann man sogar ziehen mit. Aber was soll ich so machen? Boah, ich habe jetzt schon kaum noch HP. Ich ziehe ja immer aber auch viel ab. Wow. Ich nehme mal kurz ein Serum. Haben wir das denn da? Ach, es dauert aber, bis das reagiert. Ach, ich habe keine Munition mehr. Ich habe keine Nadel, muss ich mir die andere mal verwenden. Ha! Ist auch viel Munition verbraucht, aber der ist jetzt tot. Oh, ein kleiner Garten. Würde. Ein Kopf. Ja, wir sind nämlich jetzt schon langsam wieder. Ja, wir sind wieder zurückgekommen zu dem eigentlichen Weg, den es gibt. Also nehmen wir mal wieder das Bleirohr in die Hand. Dann haben wir ein Gras. Logdateien. Gefunden. Menschliche Leiche. Abgetrennter Kopf. Ja. Yeah. Fallen lassen. Ah, mit rechts kann man es dann auch wieder fallen lassen, wenn man es einmal in der Hand hat. Kann man hier noch irgendwie was machen? Fahren. Hat anscheinend irgendwer mal so einen klitzekleinen Garten angebaut. Perfection through genetics. Gut, dass das auch nicht gedeutscht ist. Eingedeutscht. Schild unbenutzbar. So, jetzt schauen wir uns mal diesen Gegner an. ML Standard Munition. Bestimmt für irgendeine Waffe, die wir noch irgendwann später bekommen werden. Oder liegt die da noch? Sieht nicht so aus, das ist ein ganzer Sprite. Und schauen wir uns mal an, was wir jetzt mit unserem Datendefe noch bekommen haben. Logs, Logs-Ebene. Gras.
zurückkam von der Patrouille in Cybergebiet, ohne Allen zurück. Er sagte, sie Allen in einen mit Cyberköpfen beschlitzten Raum geschleppt haben. Später kam er mit Metall überzogen heraus. Karl hat es geschafft, den Raum mit dem Wort hier zu markieren. Einer der Techniker sagt, dass wir einen Schalter drücken, um den Umwandler wieder zu einem Heilgerät machen können. Aber ich glaube, das ist bloß eine theoretische Möglichkeit. Es sind nur noch ein Dutzend von uns übrig. Vielleicht hätte jemand anders uns abführen sollen. Gut, ich muss es doch mal wieder ein bisschen lauter stellen. Diese Audiologs. Irgendwie, dann war das erste Audiolog extrem laut im Vergleich zu den anderen. Oh, da ist ja eine Kamera. Hallo. So, da ist noch eine Tür. Mit einigen Leichen da drin. Vielleicht finden wir noch den Gegner. Resist. Widerstehe. Ups, falsche Taste. Tür. Ah. Das ist ein kleines Büro. Kann man das verwenden? Schreibtisch unbenutzbar. Das war ein cooler Schreibtisch. Ah, ist noch ein irgendwas. Ist das eine Gasgranate? Ja, es ist eine Gasgranate. Richtig geraten. So. Wenn wir uns noch ein wenig hier die Leichen... Die! Stirb! Mal gucken, vielleicht findet man noch irgendwas Tolles. Man weiß es ja nicht. Was ist das denn? Ausdauermittel. Nehmen wir das mal mit. Hat auch ein Ausdauermittel. Das ist eine Verpackung. Brauchen wir nicht. Der hat nichts. Aber weiterhin. Kann man das abziehen? Oder ist das nur Müll? Ah, oh, schade. Wäre toll, wenn man es hätte anziehen können. So als Rüstung. Sonst scheint es hier erstmal nichts zu geben. Da ist noch was. Menschliche Leiche mit einer Dose. Ich glaube, Dosengetränke waren zu der Zeit ziemlich in. Wagen unbenutzbar. Was haben wir hier? Ein Aufbaumittel. Ist jetzt verwendet. Ich glaube nicht. Ich habe mich mal wieder auf Waffe. Da ist nix. Nix. Perfektes Gewehr. Oh. Die Zerronung funktionieren das. Ist auch ein defektes Gewehr. Oh. Und ein Skelett. Eine menschliche Leiche mit einer Verpackung. Mit einer Dose und noch ein Lock. Wer ist der Lok? Jetzt habe ich natürlich nicht gesehen, wie das Lok heißt. Loks, Ebene 1. Osak, glaube ich, ist das. Wir sind am Ende. Keith und die anderen sind vor einer Stunde in den Zugangskorridor runter, um die Mutanten anzugreifen. Keiner ist zurückgekommen. Keiner. Bald werden die Mutanten uns auch noch holen. Es ist alles so furchtbar. Was für Mutanten. Was hat Chulan mit den Menschen gemacht, dass wir zu Mutanten wurden? Naja, das werden wir ja dann noch dabei rechtzeitig erfahren, denke ich. Gruppenzugangskarte. Gruppe 1. Weißt du nicht, wo bitte Gruppe 1 steht? Waren wir da nicht schon? Von da. Da war doch gerade irgendwie noch so ein Raum mit diesen Räumen. Ach, der war da vorne. Ich sehe das gerade in der Map. Na, auf der Map so rum. Haben wir den Schalter schon gedrückt? Wenn nicht, jetzt haben wir ihn gedrückt. Tastatur öffnet Tür. Dann können wir uns mal... Ja, jetzt muss natürlich wieder eine neue Aufnahme gemacht werden. Was muss ich mir markieren? Hier. Türcode. Okay. Jetzt macht ihr wieder eine neue Aufnahme.
Je seltener ich auf die Map kommen muss, desto besser ist es. Alles nervt, wenn ich jedes Mal eine neue Aufnahme machen muss. Ich nutze lieber die Tastatur, auch wenn die lauter ist. Was ist das denn? Kann man zumindest mal drüber laufen. Oh, jetzt haben die... Stirb! Ha! Jetzt haben wir hier noch ein Serum, oder was? Ein Heilmittel. Ein Serum-Heilmittel. Da haben wir nichts. Da haben wir auch nichts. Was ist das denn? Trümmer oder wie? Abfall. So kann man es eigentlich auch nennen. Kann man eigentlich mit diesem Wandtäfel was machen? Nicht benutzbar. Hätte ja sein können. Kann ja nicht. Weiß ja noch nicht, welche Texturen wichtig sind. Die vielleicht Schalter sind oder so. Gut, Schalter kennen wir ja jetzt schon. Aber wo dann irgendwelche anderen Sachen noch sind. Ein Lock Kirby. 17.10.72. Lorden Kirby. Die Vorräte aus dem Westflügel. Hansen und Reigns sind von Mutanten getötet worden, die sich im Zugangskorridor verschanzt haben. 18.10.72. Wir können uns hier nicht einfach verstecken. Sie bringen uns einen nach dem anderen um. In einer Stunde werden wir mit 20 Mann angreifen. Wir müssen versuchen, durch den Zugangskorridor vorzustoßen und dann die Brücke zu erreichen. Wenn wir versagen, Gott helfe uns. Shoguns Mutanten. Also wir wissen jetzt schon mal, dass Shodan noch war. Da steht nämlich nochmal Shoguns Mutanten. Was ich mir zwar schon vorher gedacht habe, weil ich meine, der Satz will das machen. Klimaanlage. Niedrige Luftfeuchtigkeitswerte. Ob das jetzt uns irgendwie weiterhilft, ist in einer oder was sind ja noch mehr. Und Abfall. Auf geht's! Boah. Das ist einer mit einer Waffe. Hallo. Ja. Problem ist der Typ mit der Waffe. Weil ich nicht weiß, weil ich selbst keine Waffen habe mehr. Und auch wenig Leben. Das war die Tür. Gehen Sie mal auf. Okay. Können wir eigentlich wieder zurück? Ganz zum Anfang, weil da war ja diese Heilstation. Wo sind wir denn da hergekommen? Ich glaube hier, gell? Ah, ja. Gehen wir mal zurück. Da müssen wir, glaube ich, hin. Und hier vorne, da war das Heilgeld. Ich weiß nicht, ob das noch zweimal funktioniert. Wäre aber cool. Ah gut, funktioniert mehrmals. Das ist natürlich toll. Dann können wir hier auch uns wieder zurückziehen, falls wir wieder ein bisschen HP bräuchten. Ah, da liegt ja noch was. Können wir mal mitnehmen. Ein Serum. Wie ist immer nur so stückchenweise sich bewegt. Was hat denn der schon wieder hier Haupt? Achso, weil ich das Medikit mitgenommen habe. Dann, wo ging's lang? Nein, da nicht. Da ging's lang. So, Wartungstür. Ja. Da brauchen wir noch den Türcode. Geht ja auch auf der Minimap. So, jetzt haben wir zumindest Leben. Ich speichere, ich würde sagen, bevor wir uns mit diesem schießmütigen Gegner anlegen. Dem da. Speichere ich mal und beende hier erstmal die Folge. Wo war das nochmal? Speichern. Speichert. So, das war die dritte Folge unseres Let's Plays System Shock. Gucken wir mal, ob wir in der nächsten Folge diesen
Gegner mit der Waffe irgendwie töten können. Vielleicht mit dem blauen Rohr ein bisschen draufhauen. Man weiß es nicht. Also, das war die dritte Folge. Lifemaker. Over and out.